Ja, und jetzt kommt ja noch mein versprochener Reisebericht aus Montenegro, aus Budva. Wie immer jetzt im Moment wegen der Zensur auf meinen anderen Kanälen, auf zensurfreien Kanälen. Es ist ein Abendspaziergang hier durch eine wunderschöne Stadt und meine Eindrücke aus einem Land, in dem man den Eindruck hat, es lebt wie vor der Corona-Zeit. Schauen Sie rein, unten sehen Sie die Links. So leicht konnten Sie der Zensur noch nie ein Schnippchen schlagen, wie durch einen einfachen Mausklick. Alles Gute, danke, ciao. Thank you.